Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen. So, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich habe für euch wieder mal ein Wimmelbildspiel vorbereitet. Und das heißt Haus der tausend Türen, Familiengeheimnisse. Ja, ich schätze mal, es ist sehr spannend, ne? Und einfach ohne zu quatschen, legen wir einfach mal sofort los. Spielen. Schwierigkeitsgrad. Es dauert eine Minute, bis sich die Hinweisfunktion aufgeladen hat und interaktive Zonen sind hervorgehoben. Standard. Experte. Es dauert zwei Minuten, bis sich die Hinweisfunktion aufgeladen hat und interaktive Zonen sind nicht hervorgehoben. Ja, ich bin leider eine Niete und deswegen mache ich einfach mal Standard. Klicke auf das Paket, um es dir näher anzuschauen. Anführung überspringen. Wir machen das einfach mal jetzt. Okay. Ich kann den Knoten nicht aufbinden. Sollte ich die Schnur durchschneiden? Um dieses Fenster zu schließen, klicke entweder auf das X oder außerhalb des Bildes. Aha. Manche Gegenstände, die du findest, kannst du benutzen. Klicke auf das Messer. Ja, wir machen das einfach mal jetzt überspringen. Wir wissen ja jetzt, wie ein Wimmelbildspiel funktioniert. Gut, wir haben jetzt ein Messer und ich vermute mal, das muss klappen. Jawohl. Oh, was haben wir denn da? Aha. Da ist kein Papier in der Schreibmaschine. Okay, das heißt, wir müssen Papier finden irgendwo. Was ist das? Ich fülle meinen Füller immer über diese Schale. Deswegen ist sie mit Tinte überzogen. Ja, im Moment ist hier aber keine Tinte drin. Na gut, dann machen wir einfach mal weiter. Was haben wir denn da? Ach, Blatt Papier. Tinte haben wir jetzt auch mitgenommen. Sonst können wir hier nichts mitnehmen. Okay. Was haben wir hier? Goldene Feder. Höchst interessant. Meine erste Novelle hat mir diese Trophäe eingebracht. Seitdem sind eine Menge Jahre vergangen. Aber solch ein Erfolg hätte ich nie wieder. Und die goldene Feder der Philosophie-Abteilung geht an Kate Reed für ihre herausragende Arbeit auf dem Gebiet der übernatürlichen Kurzgeschichten. Wow, interessant. Ja, ansonsten können wir hier auch nichts machen. Gut. Sonst was? Was ist das denn? Ich brauche einen besonderen Schlüssel, um sie zu öffnen. Ja, gut. Sonst haben wir hier nichts. Gut, dann packe ich mal jetzt Papier hier rein. Und die Tinte bestimmt hier hin. Jawohl. So, klappt das vielleicht jetzt?
Das Band der Schreibmaschine hat keine Tinte mehr. Ich muss es entfernen, es neu einfärben und es dann wieder einsetzen. Ja gut, dann mache ich das mal jetzt hier mit dem Band. Wie entferne ich das Farbband, ohne mir die Hände ganz schmutzig zu machen? Damit vielleicht? Goldene Feder. Yam, 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 yam. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt mit dem Feder machen müssen. Vielleicht Tiefe benutzen? Oh! Oh, höchst interessant. Und wir haben eine Pinzette. Was ist das denn? Ich habe meine tibetanischen Armreif oder meine persischen Ohrringe schon Ewigkeiten nicht mehr getragen. Ich werde zu selten zu Feiern eingeladen. Oh. Mein Ruhm ist zusammen mit meiner Inspiration verblasst. Oh weia. Die hat irgendwie übernatürliche Kurzgeschichten erzählt. Farbband mit Tinte. Klasse. Gut. Dann packen wir das mal wieder dahin. Okay, es funktioniert. Verehrte Kate, wir möchten Sie zu einer Vorlesung in unserer Schule für Spiritismus einladen. Sie haben nicht nur die Chance, ein bekanntes Medium kennenzulernen, Sie können sogar echte Geister sehen. Kommen Sie um 22 Uhr zum Plaza Hotel, Zimmer 328, Gabriel Jones. Wow. Interessant. Oh, es geht auch los. I can't believe I'm going to see an actual seance. I've been dreaming of this all my life. I hope they're not a bunch of frauds. I'd be so disappointed. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Die anderen Gäste sind bereits hier und sitzen um den Tisch herum. Sie sehen aus, als wären sie in Trance. So, wir haben auch jetzt einen Eintrag. Moment. Das Paket, das haben wir ja gar nicht gelesen. Ich bin wieder an meinem Tisch. Ich bin wieder an meinem Tisch eingeschlafen. Das passiert mir in letzter Zeit öfter. Ich muss aufhören, mir so viele Sorgen zu machen und lieber nachts schlafen. Ein Klopfen an meiner Tür weckte mich. Als ich nach draußen schaute, fand ich ein Paket. Das Paket enthielt eine Schreibmaschine, aber so eine Schreibmaschine habe ich noch nie vorher gesehen. Ich frage mich, was wohl passiert, wenn ich sie aufziehe. Wer hat wohl diesen seltsamen Weg gewählt, mir eine Nachricht zu schicken? Als ich die Schreibmaschine aufgezogen hatte, tippte sie eine Einladung zu einer Seance. Ich träume schon lange davon, einer echten Seance beizuwohnen. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht sein. Ich frage mich, warum der Gastgeber gerade mich, eine recht unbekannte Schriftstellerin, eingeladen hat. Ach ja, sie ist halt eine Schriftstellerin. Okay, interessant. So, wir haben hier einen Gehstock. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Was ist mit diesen Leuten passiert? Sie sehen aus wie Wachsfiguren. Sind sie wirklich in Trance oder spielen sie das nur? In Trance. Was haben wir denn da? Pick! Okay. Die Kristallkugel leuchtet. Sie hat wahrscheinlich eine kleine Glühbirne im Inneren. Ich kann das am schnellsten beweisen, indem ich einfach die Stromzufuhr kappe. Okay. Was ist das da? Das Kabel ist mit der Kristallkugel verbunden. Ich sollte es durchschneiden und sehen, ob die Kristallkugel ausgeht. Ah, sie vermutet, dass das vielleicht Betrüger sind. Okay. Runen, Tarotkarten und andere okkulte Gegenstände. Sie sind wahrscheinlich nur Requisiten in diesem Theaterstück. Ups, was habe ich denn jetzt? Ach, wir haben da einen Schlüssel gefunden. Wunderbar, sonst haben wir hier nichts. Dann gehen wir auch mal zurück. Denn ich wollte mich hier umschauen. Das sind Tarotkarten. Werde ich lernen, wie man sie benutzt?
Das magische Brett ist wohl das bekannteste Werkzeug, um mit Geistern zu sprechen. Ich habe aber noch nie zu gesehen, wie jemand eins benutzt hat. Das ist ein Kristallpendel. Die Leute benutzen sie bei Seancen. Die Heldin in einem meiner Bücher hat eins benutzt. Das sind Wahrsagerwürfel. Ich habe gesehen, wie Voodoo-Priester auf Haiti ähnliche benutzt haben. Kreuz haben wir jetzt. Na gut. Wer trägt noch Frack und Zylinder? Niemand. Nicht einmal die High Society. Ah! Ich glaube, wir müssen hier die... Okay. Uns fehlt nur noch zwei. Ich bin nicht groß genug, um an den diamantförmigen Gegenstand so heranzukommen. Ich brauche etwas Längeres. Hä, wo denn? Ach, da! Na, hier! Mit dem Stock. Gut, das hätten wir auch. Karo. Packen wir auch mal rein. Uns fehlt jetzt nur noch einer. Dann schauen wir uns mal weiter um. Da leuchtet was. Betrüger benutzen Steine wie diesen bei falschen Seancen. Ich glaube, Mr. Gabriels Schule für Spiritismus ist nur ein weiterer Betrug. Oh. Mr. Gabriels Schule für Spiritismus. Mhm. Eine Schule für Spiritismus. Was für eine seltsame Idee. Mann, ich wollte es doch lesen. Ich dachte nicht, dass man übernatürliche Fähigkeiten auch erlernen kann. Vielleicht kann ich ja lernen, wie man mit Geistern spricht. Okay. Verschlossen. Und wir haben hier auch einen Schlüssel. Und es funktioniert alles wunderbar. So, wir haben jetzt Herz. Noch mehr Beweise, dass das keine richtige Seance ist. Wie enttäuschend. Okay, dann packen wir das mal auch hier rein. Wir haben eine Schere. Was ist das? Ich habe eine Pyramide genau wie diese. Ich dachte, diese Dinger wären sehr selten. Ich dachte, ich hätte alle Bücher über Geister gelesen, aber diese da habe ich noch nie gesehen. Noch eine Kristallkugel. Sie ist wahrscheinlich kaputt. Ich werde die anderen auch ausstellen. Okay, so, wir haben jetzt die Schere. Wir müssen jetzt heimlich mit der Schere diesen Kabel hier abschneiden. Ja, ganz heimlich. Oh, 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 oh. Hello, Kate. I'm your grandmother, Maggie Fox. I'm so happy you can hear me. Please, help me. Megan Fox. My spirit body is unstable, so listen closely and remember everything I say. There is a haunted house that materializes in different places around the world at different times. It vanishes soon after it appears. Many people have seen it, but few have been able to enter it. The house will appear at midnight on Badlow Island. Go there and get inside to restore the good name of me and my sisters. Ja, das war die Großmutter von Kate. Ich vermute mal, dass sie verstorben ist. Und das ist jetzt das Geisterhaus, was jetzt erschienen ist. Die Oma erwähnte uns ja, dass um Mitternacht ein Geisterhaus erscheinen wird. Und Kate ist jetzt, glaube ich, dort hingefahren. Haben wir ja gesehen mit dem Boot. Oder mit dem Schiff, ja, keine Ahnung. Und jetzt ist sie dort, in dem Geisterhaus. Okay. Mal schauen, was hier so alles abgeht, liebe Freunde. Was ist das? Da ist ein Porträt. Ja. Knochen haben wir jetzt, okay. Ansonsten haben wir hier... Ach, was ist das denn? Expertenobjekte gefunden. Eins von 35. Ah, und wir müssen darauf achten. Wir müssen solche kleinen Objekte finden. Oh, das ist echt cool. Mal schauen, ob wir alle finden werden. Also jetzt im Moment nicht. In dem Busch könnte etwas Interessantes sein. Ich muss die Zweige stützen, um nachzusehen. Mit dem Knochen?
Ja, podrit ganz bestimmt nicht. Okay. Ein Türklopfer wäre hier sehr hilfreich. Ja. Feuerzeug. Die Laterne fehlt. Ich frage mich, wo sie sein könnte. Okay, wir müssen da wohl jetzt eine Laterne hinsetzen. Was ist das denn? Ein Puzzleteil fehlt. Oh. Ich sehe es schon kommen. Ja, ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts. Ach, was ist das denn? Türklopfer. Wunderbar. Türklopfer haben wir auch jetzt. Ja, und da haben wir eigentlich nichts mehr. Okay. Dort haben wir auch nichts mehr. Ich möchte jetzt diese kleinen Dinger hier nicht verpassen, falls hier irgendwie wieder solche kleinen Objekte versteckt sind. Die Laterne fehlt. Ja, ansonsten haben wir hier eigentlich nichts. Gut, dann gehen wir auch jetzt mal gleich da rein. Aber ich will hier jetzt erstmal kurz umschauen. Und nichts verpassen, liebe Freunde. Ja, okay, wir haben hier nichts mehr. Gut, dann gehen wir auch jetzt gleich rein. Ne? Haben wir das? Also, okay, wir haben Feuerzeug, Türklopfer, Knochen und Porträt. Ja, gut.